Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Genau genommen zu der zweiten Aufnahme, denn ich habe schon mal eine gemacht, habe alle Truhen schön geöffnet hier, habe 1000 gute Dinge bekommen, nein, eigentlich nicht, und habe dann im Endeffekt festgestellt, dass es den falschen Monitor aufgenommen hat und wir praktisch nur eine Audio haben mit einem unbewegten Standbild von ein paar Ordnern, die ich da offen hatte und so weiter. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich hatte mir jetzt hier so viel Mühe gegeben und habe trotzdem in den Truhen nicht wirklich was Großes bekommen. Aber ich werde euch einfach mal so im Nachhinein erzählen, was da so alles passiert ist. Und dann könnt ihr euch das mehr oder weniger da angucken. Und ja. Also erstmal haben wir über den Keiler Gladiator gesprochen gehabt, ja. Dass man hier praktisch den Kerl dann doch irgendwann bekommen hat. Der war ja dann irgendwie nicht online gekommen und dann am Anfang gab es auch hier das Pad nicht, diese Gewinnstufe hier war praktisch da nicht und ansonsten war das auch alles ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal. Mittlerweile bin ich hier auf 4 Siege vor der 43, habe noch 3 Tage und 9 Stunden Zeit, also sollte das einigermaßen gut gehen. Wer richtig rechnet, weiß, dass ich jetzt praktisch am Sonntagmorgen hier sitze und die zweite Aufnahme für euch mache. Nein, da hatte ich, glaube ich, dazu gesagt, dass es eigentlich bis auf so ein paar Sachen wie natürlich die Gems oder sowas eigentlich nur hier hinten auf das Pad ankommt, beziehungsweise hatte ich grob überschlagen, dass man, glaube ich, 17 von diesen Pads hier braucht, von den 4-Sterne-Pads, um praktisch einen Level 3 eines anderen Elements auf 4 Sterne Level 3 zu bringen. Kann sein, dass ich mich da auch verrechnet habe, aber die gleiche Bitte wie beim letzten Mal. Falls ich mich verrechnet habe, sagt es mir einfach nicht. Zumindest in dem Fall. Weil man braucht ja praktisch 3, um das auf Level 2 zu bringen. Und dann braucht man nochmal 3 Level 2er, um das dann auf Level 3 zu bringen. Und das müssten dann 17 Stück sein. Ich hoffe allerdings, dass demnächst irgendwann mal die Belohnungen sich ändern und dass man dann wieder andere, vor allen Dingen 4 Sterne Level 3 kriegt. So, ja, dann habe ich ein paar Worte drüber verloren gehabt, dass ich es total süß fand, dass ihr so schön erzählt habt. Ja, ich habe gleich beim Fusionieren die Dragonforged, die fusionierbar sind, fusioniert. Also ich habe jetzt hier auf dem großen Charakter auch noch ein paar Rüstungen. Da waren vorhin nur 349, jetzt sind es 371. Weil einfach ich ja jetzt ein paar Kisten aufgemacht habe. Und da werde ich dann demnächst auch mal irgendwann eine Fusionsfolge machen. Also das wird dann schon noch werden, aber jetzt im Augenblick erstmal nicht. Und dann waren wir eigentlich auch schon beim Thema Kisten öffnen. Da hatte ich bei den Glückstruhen praktisch hier einmal die Truhe durchgemacht und habe tatsächlich zweimal so ein Geweih bekommen. Allerdings immer nur eins, hat mich ein bisschen geärgert. In den restlichen Truhen war ansonsten nur Crap drin. Hier hatte ich dann, oder fangen wir erstmal von hinten an, also hier hatte ich dann, glaube ich, ein paar aufgemacht, da noch ein paar. Und hatte dann hier 11 oder 12 sogar. Hab die dann aufgemacht, hab da einen Schlüssel bekommen und ansonsten eigentlich nur Geld bis auf 2x15 Gems. Und dann habe ich hier praktisch meine zwei aufgemacht und da gab es eine Fusionsrüstung und eine uralt Epic, wo ich mich ziemlich drüber aufgeregt habe. Aber gut, es hätte ja auch anders da laufen können. Ja, und eigentlich war ja der Plan hier so, diese Lufterde Shadowforge zu bekommen, weil wir jetzt von den Items, die wir haben, das ist echt mal wieder nur eine Übersichtsfolge, weil ich jetzt auch keine Lust habe, noch mehr Gems auszugeben, von den Items her haben wir jetzt genauso viele Goldcoins, wie wir Geweihe haben, nämlich 2. Ist irgendwie ein bisschen schade, ich dachte eigentlich, dass ich Goldcoin-technisch da irgendwie besser darstellen würde.
toll finde ich, dass die Goldcoins nicht ganz rausgenommen wurden. Wobei ich schon vermute, dass das demnächst passieren wird und ich dann wahrscheinlich mit 8 Goldcoins da sitze und habe dann nichts, ja. Genauso wie hier die Sylvanus-Juwelen, ja. Der ist jetzt vom Level her, oder von der Stärke her, ist der jetzt nicht so riesig, weil 3,5 zu 3,4,4 im Vergleich zu dem hier, da ist der ja 1000 hinten dran. Aber trotzdem wäre das eine Verbesserung zu den Rüstungen, die ich im Augenblick habe. Und wenn ich dann überlege, hier die Drachenmünzrüstungen, da hatte ich glaube ich auch einfach hier den vordersten genommen, die sind nochmal 500 schwächer als jetzt die beiden neuen, ja. Und da muss man einfach mal gucken. Also es wäre toll, wenn ich das magische Horn, wenn ich das irgendwie hinkriegen würde. Und dann würde ich mir, denke ich, die Kettentracht des Titanen wünschen. Ja, weil einfach diese Elemente, die nebeneinander liegen, mir da einfach besser gefallen. Ich hätte auch, glaube ich, hier bei. Ach so, halt, da hinten sind ja noch mehr. Warum ist denn der dann da hinten und der dann da? Und. Aha. Vielleicht will ich auch Feuerwasser nehmen. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, Agnihörner brauche ich noch 11. Da habe ich ja eine Agnihornrüstung, habe ich ja tatsächlich. Ja, dann würde ich hier eher sogar Feuerwasser nehmen, weil Erde und Luft technisch. Gut, Erde bin ich nicht so abgesichert, aber Luft geht. Und dann würde ich, glaube ich, eher sogar Feuerwasser hier nehmen. Was auch von den Werten her völlig in Ordnung ist. Oh, sieht richtig cool aus. Sieht richtig cool aus, ne? Mit dem Reifen. Genau. Ja, aber da muss man dann halt mal gucken. Oder hier dann vielleicht eine Luft-Wasser oder auch eine Erde-Mystik. Wäre hier natürlich dann vielleicht mal, weil mystiktechnisch bin ich ja auch nicht so gut ausgestattet. Aber gut, das nur nebenbei. Aber da muss man halt mal gucken, wie das alles noch so wird. Und ja, gut, das war so als Übersicht das von mir. Ich glaube, abschließend habe ich dann noch erwähnt, dass wenn ich ja Pech habe bei den Truhen, was ich ja gut, die 2 Geweihe, aber da kann man auch gleich 10 Geweihe bekommen und gut ist, ja. Oder bei den Goldschlüsseln, dass man da halt gleich die Epic rausnimmt, oder halt bei dem anderen, dass man da halt gleich eine super Epic, sage ich schon, eine super Shadowforged rauskriegt, oder gleich bei dem anderen ohne die extra Schlüssel eine super Rüstung rauskriegt. Das wäre natürlich toller gewesen, aber dann steigt die Wahrscheinlichkeit ja theoretisch bei euch, wenn das von der Wahrscheinlichkeit her stimmt, dass es 1000 Mal oder 1000 Millionen Mal nicht funktioniert und einmal funktioniert, dann bin ich jetzt der hier gewesen, bei dem es dann jetzt bestimmt schon 10 Mal nicht funktioniert hat. Also habt ihr nur noch 999.000 bla bla bla, wo es nicht mehr klappt. Also die Wahrscheinlichkeit steigt. Das wollte ich damit nur sagen. Gut, okay. Co-Moderator, willst du noch Tschüss sagen? Ja, dann sage ich auch von meiner Seite Tschüss, war jetzt halt nicht viel zu sehen, trotzdem halt gerade das mit den Geweihen, das finde ich schon cool, finde ich toll, dass das so geklappt hat, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. So ein Scheiß. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit, Tschüss, bis dann, euer Eid.